Zu Weihnachten hat er Glocken jetzt ausgesägt oder auch mal ein Schaf oder sowas. Und dann hat er da mit einer Nagelschere hat er da Löcher durchgebohrt und dann hat er da Faden rangemacht und dann hat er das an seinen Weihnachtsbaum rangehängt von der Mutter oder was. Und dann hat Schildkröte, hat er mit der Laubsäge, hat er die Krippe ausgesägt und dann hat er da Stroh mitgebracht. Und dann hat er die Strude reingelegt und dann hat er das alles unter den Baum gestellt und so weiter. Und dann hat er als Kind schon die Vorbestimmung, das war eine reine Vorbestimmung, die er gewusst hat, dass er, wenn er später mal groß ist, arbeitet er da in eine Firma drin, wo er eine Säge hat ohne Motor. Wo er einfach mit Motor, ja, mit Motor, natürlich mit Motor. Und dann drückt er auf den Knopf auf und dann sägt er das durch. Es kommt ja keiner, der sagt, sägen Sie mir bitte mal ein Schaf aus meinem Brett raus. In Wahrheit kommt das vor, dass die Leute sagen, ich habe ein Brett, ne? Und dann sägen sie mir mal daraus noch ein Brett. Weil sie, wenn du so zum Beispiel, wenn du jetzt ein Brett hast, was so groß ist wie eine Bildzeitung, wenn du die ausklappst jetzt hier, Schildkröte, ne? Pass mal auf, wenn du so, wenn jetzt einer kommt, der hat so ein Brett, Resopal ohne Umleimer jetzt, ne? Und dann kommt er mit so einem Brett, kommt er an. Und jetzt sagt er, er soll das durchsägen. Weil er sagt sich, Nachttisch will ich davon bauen, dann mache ich unten mache ich ganz einfach ein Winkeleisen ran, dann bohre ich das Winkeleisen bohre ich in eine Wand rein, dann habe ich zwei schöne Nachttische für mein Bett. Brauche ich nicht kaufen gehen, mache ich selber aus dem Brett, was ich über habe. Als ich damals von dem Bett, was ich gebaut habe, oben, habe ich noch ein Stück von dem Brett über, habe ich gesagt, ich gehe das Brett nicht weg, ich lasse das Brett lasse ich zu Hause, ich sehe das Brett durch und dann mache ich nur ein Winkeleisen oder auch zwei Winkeleisen runter und dann baue ich mir das. So, und dann geht er zu Schildkröte hin, weil Schildkröte, früher hat er aus diesem Holz mit den Laubsägen... Ja, das Schafe weiß ich ja jetzt. Ich hatte ein Bauerfahrrad, ne? Ein Bauerfahrrad? Mhm. Was ist denn das? Ein Fahrrad von der Firma Bauer. Ach so. Da ist die Felge kaputt gegangen. Und zwar, weil ich hatte keine Luft mehr, ne? Da? In Reifen drin, ne? Mhm. Das sah so ein bisschen aus wie die Wurst da, über diesen Grünkohl drüber. Was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Evangelisch bin ich. Ja, ganz normal Sternzeichen, weißt du nicht? Evangelisch. Ich bin... Mahlzeit. Hallo. Schildkröte. Danke. Mhm. Sag mal, und jetzt dies Weiße in diesem Salat, ne? Ist das Farbe oder ist das Milch? Dö? Kartoffelsalat? Hier? Nee, das daneben. Das hier? Ja. Das Milchreis. Das Milchreis. Das ist kein Salat. Das Milchreis. Neben Kartoffelsalat? Wieso denn nicht? Sech. Und was, wenn du das mal verwechselst denn? Dö? Das verwechsel ich nicht. Guck mal, das ist... Er hat Milchreis direkt neben den Kartoffelsalat und das ist das gleiche in Weiß. Auch in Weiß ist das. Ja, ja. Ne? Ja. Und wenn er das... Das ist genau das gleiche in Weiß. Ne? Ja, aber kann doch mal sein, dass du mal das verwechselst, wenn er jetzt hier einer kommt und er sagt, er möchte Milchreis und du gibst ihn an der Kartoffelsalat. Kann sein, meinst du? Ja. Mir würde das aber passieren, wenn ich nicht genau hingucke. Ja, weißt du, deswegen stehe ich auch hier. Ja. Und nicht du. Hier, Westphal, Hans-Jörg Westphal, ne? Der wohnt ja neben mir, ne? Ja. Ich komme nach Hause, mit mal kommen da zwei Leute, ne? Die hatten eine große Wurst, hatten die auf dem Rücken drauf, ne? Die Leute. Mhm. Also wie jetzt hier, was ist das für eine Wurst, die zweite da von oben? Ist das eine Schinken? Das ist eine große Schinken. Und haben den bei Ihnen gebimmelt? Und ich dachte noch, nu, was ist denn? Was ist das denn? Wir tragen die doch eine Wurst hoch, die Treppe. Zwei Männer tragen eine Wurst hoch. Eine große Wurst tragen die hoch. Eine große. Die war so groß vor die, so. Von da wieder ein Tresen, nicht bis da. So war die vom Volumendurchmesser, die Wurst. Vom Durchmesser? Oder war die so lang? Vom Volumendurchmesser. Volumendurchmesser, was soll das denn sein? Das ist, wenn du die Wurst in eine Quersch... Wenn du die durchschneidest, das ist der Durchmesser. Volumendurchmesser.
Nee, das Volumen ist die ganze Wurst. Ja, der Inhalt von der Wurst. Die ganze Wurst, was die... Mein Ohr juckt. Die... Von der Wurst. Ja, das Volumen ist aber die ganze Wurst. Genau. Und der Durchmesser ist, wenn du die Wurst durchschneidest. Genau. Volumendurchmesser. Und die ganze Wurst, nein, hatten Sie... Durchmesser. Durchmesser? Ja. Nicht Volumendurchmesser. Ja. Und die zwei haben die hochgetragen, die Wurst. Ne? So, und ich dachte, nu, ne? Zwei Leute für so eine Wurst. Nee, ich begrüße, die war so von Volumendurchmesser bis da. Und dann war sie in der Länge bis da. Ungefähr. Bis da war die Wurst. Bisschen länger noch. Ja, ne? Bis da hinten in die Ecke. Genau, bis da. Von da bis da. Ne? So, und dann haben sie die beide, haben sie die Wurst hochgetragen. Zwei Männer, ne? Ja, und dann? Bei Westphal jetzt, ja, ne? Bei Westphal. Und was ist dann mit der Wurst passiert? Sind die da reingegangen, genau, und dann haben sie die Tür zugemacht. Genau. Und dann war alles, ne? Ja, aber weißt du was? Ne. Das war gar keine Wurst, war das. Das war ein Teppich. Genau. Das war ein Teppich, du. Sag mal, wenn du jetzt hier dein Sauerkraut verkaufst, womit kann man das denn essen? Mit allem, was du willst. Sauerkraut mit einer Schinkenwurst. Nein, ich meine, ob mit einem Gabel oder mit einem Löffel, meine ich. Mit einer Gabel? Mit einer Gabel, ne? Das meine ich aber auch. Ja. Und wenn du jetzt aber dazu Brei isst zum Beispiel, ne? Das habe ich zum Beispiel immer nicht verstanden. Brei? Wenn du jetzt Kartoffelbrei, ne, klar. Ach, ich hatte mal mit hier, mein Schwager war mal in Bayern und dann hat er Kartoffelbrei gegessen mit Sauerkraut. Mhm. Da war auch eine Wurst bei. Und dann muss man den Brei doch eigentlich mit einem Löffel essen, ne? Ich hatte doch mal diesen Teller mit Rot. Kartoffelbrei kannst du auch mit einer Gabel essen. Wieso denn nicht? Wieso soll das nicht gehen? Das fühlt sich irgendwie gemütlicher an. Gemütlicher? Ob wenn das auf den Löffel drauf ist? Mhm, genau. Fühlt er sich, der Brei jetzt? Gemütlicher an. Ne? Ja. Viel gemütlicher. Für den Brei. Auch. Und für wen noch? Für mich. Jedenfalls wollte ich wollte doch nur sagen, das Westphal hat einen neuen Teppich jetzt, ne? Jetzt ist das ein reiner... Das ist ganz platt, ne? Das ist eine Fläche, ist das. Ja. Das ist plan. Das ist eine reine Fläche, klar. Und dann Boden, ne? Geht das an der Seite, das ist praktisch, wenn du jetzt hier diese Wurst hast du doch manchmal da liegen, diesen Leberkäse, ne? Wenn du den jetzt zu lange liegen hast, jetzt ist doch keiner mehr drauf. Nee, aber wenn du den zu lange mehr, wenn du den jetzt zu lange da aufliegen hast, der geht der an der Seite... Aber nicht jetzt zu lange. Warte doch mal. Der Leberkäse... Ich habe gesehen, dass mal abends war mal ein Leberkäse auf deinem Grill drauf. Und der war an der Ecke, war der hochgegangen schon, weil der war ein bisschen hart geworden. Den hast du morgens auf die Orgel gelegt und dann ist er hoch. Weil der da schon ein bisschen länger lag. Genau. Na, der war nicht mehr ganz frisch, genau, oder was? Meinst du das? Nein, morgens war der frisch, aber irgendwann ist er eben alt. Der Leberkäse? Der Leberkäse ist irgendwann mal alt. Hier ist überhaupt nichts alt. Keine Wurst, kein Leberkäse. Jetzt nicht mehr. Er war mal keine alt. Ich habe das mal gesehen, dass er hier mal ist alt. Gar nichts alt. Jetzt lass weißt du mal. Ich wollte nur sagen, dass der Leberkäse, wenn der alt wird und hochgeht, dann sieht er genauso aus wie der Teppich. Und dann hat Westphal gesagt, oh, das liegt jetzt da wie der Leberkäse von Ingo mit den Hat er gesagt, der Westphal, ne? Der ich liegt wie Leberkäse von Ingo. Ich würde das. Hat er das gesagt? Ja. Warst du dabei, ne? Bist du mit den Teppichleuten bist du mit reingegangen, ne? Und dann hast du gehört, hat er gesagt, der liegt wie bei Ingo der Leberkäse. Hast du, ne? Ja, so war das, ne? Er redet manchmal reichlich viel, findest du nicht? Wieso sind die Salate eigentlich noch so voll um die Zeit? Wenn du nicht so viel Salat machen willst, den du nicht verkaufst, sondern weniger Salat, den du nicht verkaufst, könntest du doch in eine Schalen unten so eine kleine Holzpodeste reinmachen, dass sie nur halb so voll gemacht werden müssen. Dann könnte der Schildkröte dir das nochmal zuschneiden, Dan. Dann gibt er dir mal ein Bier so oder zwei, ne? Gibst ihm mal zwei Bier, ne? Dann kann man da einen Abdruck von machen. Und zwar, so eine Schale hat jetzt, muss sagen, 10 cm Höhe und jetzt, wenn er jetzt nur 5 cm alten Salat haben will am Abend, ne, dann machst du ein Podest da rein, dass es
5 cm hoch, dann nimmst du einen 9 mm Span, dann nimmst du einen 3 mm Span, nimmst du den. Ne? Mhm, 3 mm, ne? Und dann kann er da unten noch so eine kleine Klötze unterbauen. Oder von der Würste, die sind doch. Wie hoch ist so eine Wurst denn, Ingo? Wenn du die hinstellst, die Wurst, wie hoch die dann ist? Legen. Wenn du zwei Würste, die sind ja auch schon geformt. Wenn du die da reinlegst in eine runde Schale rein, in eine Ovalschale, zwei von diesen dicken Würste und dann legst du das Podest, was hier Schildkröte geschnitten hat in der Firma drinne, das legst du da auf und dann hast du noch ein Zentimeter. Alter, sag mal, hast du das Wasser getrunken oder was hier? War doch an und für sich eine gute Idee. Dann hast du nicht so viel alten Salat, ne? Ja. Da? Du, ich hab nie alten Salat, weißt du? Mhm. Der wird nämlich nicht alt hier. Nee? Nee. Aber du wirst alt hier, ne? Mit dem Salat zusammen wirst du alt. Im Lauf der Jahre jetzt. Das ist immer neuer Salat, aber du wirst mit deiner Salate alt. Weil du deinen Betrieb nämlich liebst, ne? Ich weiß, hast du. Ich weiß, das ist deine, das gibt dir Geborgenheit, diese Gurken, ne? Sag mal, das ist so lustig, ne? Hast du diese Aufkleber auch noch einzeln? Kann sein. Guten Appetit. Kann man das auch direkt auf den Teller raufkleben? Das hast du, ja. Weil denn. Ich hatte früher mal einen Teller, ne? Als Kind jetzt, ne? Da war Rotkäppchen in der Mitte. Und dann war da über die Suppe. Und dann war das der Ansporn, ne? Dass du den aufisst, ne? Den Teller. Die Suppe esse ich ja auf, nicht einen Teller. Oder jetzt mal einen Brei oder was ich auch immer, ne? Und dann isst man das auch und dann sieht man unten Rotkäppchen, ne? Dö. Hier mal sagen, ich klebe jetzt so einen Aufkleber mit Guten Appetit, klebe ich auf den Teller rauf und dann esse ich das. Machst das kannst du doch hier mal machen bei deinen Sachen. Wenn du jetzt die Leute hier Teller mit Essen vollfüllst und dann klebst du vorher einen Aufkleber unter. Und wenn die dann aufgegessen haben, dann sehen die den nie. Das ist ja vollkommen Quatsch, weil dann haben sie ja gar keinen Hunger mehr. Und wenn dann da steht Guten Appetit, dann denken sie vielleicht, du wirst sie verarschen. Das müsste vorher sein. Du könntest zum Beispiel, könntest du den Leuten was zu essen machen und könntest du den Aufkleber oben drauf legen. Ne? Guten Appetit würde denn da stehen, auf dem Essen drauf. Und dann könnten sie, kann man den mitessen, den Aufkleber? Lass den einfach mal da dran. Ne? Dö? Weißt du? Das ist doch wie so eine. Lässt du den einfach mal da. Lass den einfach mal da dran. Kann man den aufessen? Ja? Pass mal auf, ich gebe dir nachher mal einen mit. Dann kannst du dir den überall hinkleben. Wo ich will. Ja. Ne? Das ist genauso, wenn Schildkröte seine Bretter da aufstellt. Dann ist er auch nicht verantwortlich für den ganzen Laden. Dann ist er verantwortlich für das Brett, ist er. Eben, er ist ja auch nicht Herr Obi. Nee, ist er auch nicht. Es gibt doch diesen Film von Krieg der Sterne, ne? Hast du den gesehen? Du? Da spielt auch einer mit, der heißt auch Obi. Du? Das ist Werbung drin. Ich hatte das von James Bond mal gesehen, da hatten sie die Uhr von Rollei ins Fenster gehalten. Ne? Und Rolex. Deswegen. Rolex heißt das. Lex heißt die Uhr? Rolex. Die Uhr heißt Rolex. Ist egal, das geht um das Prinzip geht es, dass sie die Uhr da reinhalten, weil sie damit den Film bezahlen, von der Werbung drin. Mit der einen Uhr, ne? Und in der, mit der einen Uhr, wenn die da reinhalten. Ja, das ist eine große Uhr gewesen. Eine große Uhr war das. Und wenn in dem Film Krieg der Sterne jetzt einer mitspielt, der Obi heißt, dann ist das Werbung für den Laden. Dann kriegen die doch Geld für. Davon haben sie denn. Zum Beispiel in der Sandwüste, wo denn diese Flugzeuge fliegen mit diesem Kämpfer, mit seinem Leuchtstoffschwert. Denn
hat er dort drinnen von Obi jetzt wegen mir den Sand bekommen, von der Wüste. Obi, hast du mal Sand gekauft bei Obi? Ja. Verkaufen die Sand da? Ihr habt doch auch richtig. Sand bei euch da. Nein. Sie haben Sand in der Tüte drinnen. Ich hab das doch gesehen. Habt ihr auch Sand in der Tüte drinnen? Er hat Sand in der Tüte. Er traut sich nur nicht, das zu sagen. Er ist ja auch zum Bretterschneiden gekommen, weil er bestimmt in der Schule früher hat er mit der Laubsäge das so gut gemacht. Es ist ja so, wenn man das, was man als Kind schon besonders gerne macht, das macht man später auch im Beruf. Was hast du denn gerne als Kind gemacht? Gar nichts, weil ich das kannst du auch Glas zuschneiden eigentlich mit einer Maschine? Ist im Holz zuschneiden. Holz. Ja, Holz, Glas. Hast du mal gesehen, wie einer Glas mit einer Säge durchsägt? Ja. Hast du mal gesehen, ne? Nicht mit einem Glasschneider oder einem Diamanten, ne? Mit einem Diamant? Ja, mit einem Diamantschneider. Das wird an der Schiene geritzt. Bist du ein reicher und Mann? Und dann... Wo hast du denn Diamant das hier? Das ist doch nicht meiner. Ist der geliehen, oder was? Ist der geliehen, bitte, der Tresen? Es na, ist ein reines, der Diamant ist doch nicht meiner. Es ist eine reine Glasscheibe hier. Hallo, überall Glasscheibe. Er hat gesagt, er kann ein Glas mit einem Diamanten zuschneiden, hat er gesagt. Das geht gar nicht anders als mit einem Diamanten. Das kannst du nicht sägen. Westphal ist ein ganz schlauer. Und er hat mit Sicherheit jetzt so viel Geld, dass er sich einen Rohdiamant leisten kann, um seinen Couchtisch zu schneiden. Weil er ist ja jetzt Prokurist, er muss ja auch was zeigen, wenn jetzt mal sein Chef zur Arbeit kommt und will abends mal nach Hause kommen. Das ist wie in der Werbung von der Frau, wo die dann nachts träumt, dass sie Gefrierbrand hat, weil sie den Chef nicht zu essen kaufen kann. Dann hat er aber gesagt, nee, bei mir kommen so eine Träume, werden nicht wahr. Ich habe einen Glastisch, den ich selber aus dem Rohdiamant zusammengeschnitten habe. Es geht auch umgekehrt. Er kann auch mit dem Glas den Rohdiamant schneiden. Ne? Und dann hat er nämlich jetzt, hat er sich gekauft, diese Zange da. Ne? Gib mal diese Wurstzange, zeig die mal bitte. Jetzt, pass auf, jetzt geht jetzt. Habt ihr auch bei euch solche Würstezange? Wir haben doch keine Würste. Aber Sie können doch eine Zange ganz normal haben in den Werkzeugabteilung. Das ist doch keine Wurstzange. Das ist ein Superladen, das ist ein Weltladen, ist das. Es ist doch keine Wurstzange. Ist ein Weltladen. Die haben Wurstzangen da. Die kannst du für was anderes auch benutzen. Die kannst du benutzen, um hier zum Beispiel Kabel zu verlegen. Da brauchst du zwei. Da brauchst du zwei Wurstzangen zu. Ja, natürlich. Damit du nicht gestromt wirst. Genau. Wenn du gestromt wirst, fällst du um. Ja, und ein Essstäbchen brauchst du auch noch dazu, 220, um das Kabel abzuklemmen. 220 Watt haben die. Du, aber weißt du was, wenn du das Kabel nimmst und einen Knoten reinmachst, ja. Ne, dann geht der da nicht, dann geht der nämlich nicht mehr durch. Der Strom. Den mache ich aber gar nicht. Dafür habe ich die Zangen. Wenn ich zwei Zangen nehme, kann kein Knoten rein. Das macht alles Sinn. So, jetzt habe ich bei ihm diese Zangen. Und sonst alles gut mit dir, oder? So weit, ne? Nichts los hier, ne? Ja. Kommt noch. Ist ja jeden Tag ein bisschen anders, aber. Wie denn? Ja, anders halt. Wie viele Würste verkaufst du eigentlich am Tag so? Das ist unterschiedlich. 30, 40. 30 Würste? Können das werden. Von welchen denn? Von diesen langen? Die großen Schinken oder hier die Curry, ne? Curry, ne? Ja. Welche wird denn am meisten genommen? Curry und die große Schinken. Die geht am besten. Und von den 30 Würste jetzt, ne? Wie viel sind davon denn jetzt Curry? Das kannst du so gar nicht sagen. Das ist auch immer unterschiedlich. Von den 30 sind Hälfte Curry? Ja, zum Beispiel. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Stehst du? Ganz schön viel, ne? Ja, natürlich. Und gibt es auch mal Leute, die nur zwei nehmen? Ja. Wer denn? So toll, ne? Ja. 30 Würste, ne? Ja. Ja. 30 Würste, das ist ganz schön viel. Jetzt, wenn jetzt einer kommt, ne? Hier, mal sagen, und er nimmt jetzt nur 5 Würste oder so, ne? Mhm. Dann hast du nur noch für die anderen 25, ne? Ich habe ja nicht nur 30 Würste hier im Laden. Wo sind die denn dann?
Und die sind hinten. Oder hier in der Schublade. Hinten ist dann noch mehr. Ach so. Mhm. Ist echt gut, ne? Ja, ist super. Ihr habt doch auch da einen Obi, habt ihr doch auch Teppich oder was? Ne? Schildkröte hat es schon gesagt, ne, vorhin, als du beim Telefon warst, hat er gesagt, dass es Teppichlieferung auch. Weil die von Obi nämlich auch Teppich liefern. Das ist direkt bei dir oder in der Ecke, ne? Wenn du den Holzschnitt hast, direkt daneben sind die Teppichrohren, diese großen. Die sind so praktisch wie die Lampen hier. Das sind so Dinge. Lass ihn einfach mal hängen. Lass ihn doch hängen. Die ist doch fest verankert da oben. Ja, du brauchst sie ja nicht gleich anfassen. Was nimmt man doch für Haken, um so eine Lampe da einzubauen, ne? Schildkröte, sag mal. Das sind doch 8er Löcher. Und dann, ich mach immer Achterlöcher. Und dann bohre ich dort 12er Haken rein, damit die ein bisschen fester sitzen. Ich war mal im Pompenbüttel bei Obi, war ich mal drin. Denn das hinten ein Holzzuschnitt und vorne, wenn du reinkommst, sind gleich rechts die Farben und die Lecke, ne? Als ich mal geguckt habe, was du machst an der Säge dran, wollte ich mal gucken, was er macht, ne? Und Ingo hat gesagt, du hast diese Mickey Maus auf dem Kopf. Jetzt lass Schildkröte doch mal in Ruhe. Lass ihn doch einfach mal in Ruhe, den Mann. Ja, wieso? Er sagt doch gar nichts. Ja, dann lass ihn doch mal einfach. Lass ihn mal. Ja, er sagt schon was, wenn ihn das stört. Ja? Früher waren ja diese Läden getrennt. Ja. Die waren ja getrennt, die Läden. Dann gab es mal einen Laden, da gab es nur den Teppich. Dann gab es mal einen Laden, da gab es nur die Bretter. Und dann gab es einen Laden mit den Schrauben, alles einzeln. Und wenn du das jetzt gebraucht hast, musstest du von eins in einen Laden fahren. Er sagt, er weiß das auch nicht, weil er ist ja im Holz zu schnell. Und er hat ja diese Mickey Maus auf dem Kopf und er kann das ja nicht sehen. Lass ihn doch einfach mal in Ruhe. Lass ihn doch mal in Ruhe, weißt du? Der will doch nur da sitzen und sein Bier trinken. Lass ihn doch einfach mal. Aber das ist doch interessant. Ja. Hohe Testosteronspiegel. Schon das nette Lächeln der Kollegin bringt seine Hormone in Stimmung. Grund für die Liebe im Büro. Das geht bei dir nicht, geht das nicht, ne? Das geht bei mir nicht? Nee, geht nicht bei dir. Du hast doch kein Büro. Hier steht 7 bis 11 Uhr, er wird wach und ist gleich scharf. Ne? Hoher Testosteronspiegel. Was ist das gemeint, ne? Was ist das denn? Ein Testosteronspiegel. Das ist ein Hormon. Was man in seinem Körper drin hat. Ja, hast jedenfalls nicht in der Tüte dabei. Ja, ne? Und wenn man jetzt kein Büro hat, wo ist das denn dann? In Elmshorn. Ingo hat gesagt, dass das in Elmshorn ist, das denn dann. Doch nicht von anderen Leuten. Vielleicht von denen aus Hamburg jetzt, die kein Büro haben. Da ist das vielleicht in Elmshorn, aber doch nicht von allen Leuten auf der Welt. Von den Afrikanern, von den Leuten in Amerika. Ne? Ja. Und wenn das jetzt mal sagen, von allen Leuten, die hier aus Hamburg sind, in Elmshorn ist, dann ist doch gleichzeitig das in Amerika gar nicht. Weil da ist doch gar nicht 7 bis 11 Uhr. Die haben doch eine ganz andere Zeit. Weißt du, weshalb da eine andere Zeit drauf ist auf der Uhr? Weil das aus Amerika ist. Und wenn er jetzt sagt, es ist 7 bis 11 Uhr in Amerikanien, dann habe ich jetzt, wie viel Uhr habe ich? 10 Uhr habe ich jetzt eingestellt auf meine Uhr. Und wenn das jetzt in Wahrheit aber 11 Uhr ist, ist das einer mehr. Dann ist das 11 Uhr. Kannst du mir mal eins sagen? Und vor... Du? Ja. Kannst du mir mal eins sagen? Vorher war das 6 Uhr. Wozu brauchst du den überhaupt, den Testosteronspiegel? Wenn die ein bisschen fester sitzen, wenn du ein bisschen lockeren Gips hast jetzt, ne? Du? Möchtest du Schinkenwurst? Nee, im Moment nicht. Die ist doch schon alt von diesen Haut. Die Haut ist doch schon ein bisschen pelzig jetzt, ne? Und dann haben sie die diese... Die ist völlig normal, die Wurst. Und dann haben sie die... Die ist völlig normal. Die ist nicht pelzig, die Wurst. Die sieht von hier so aus, vielleicht, weil da Öl drauf ist. Oder ist sie lackiert oder was? Wie spät ist das eigentlich? Jetzt ist es 11. Schon spät, ne? Ja. Aber das ist amerikanische Zeit, die hast du gesagt, soll ich einstellen vorhin. Kriegst aber Ärger, wenn du jetzt nach Hause kommst, ne? In Wahrheit ist das ja noch gar nicht 11. Das Wieso? Ist weniger, weil ist doch die Zeit. Die Uhr, hast du doch vorhin gesagt, sagt dir die Zeit. Die Uhr. Ich kann das ablesen. Es ist 11 Uhr. Ja, siehst du.
Das kann doch nicht richtig sein. Siehst du doch, guck's doch. Es ist 4 Uhr jetzt, ne? Nee, warte mal, wann hast du Feierabend? Du hast so 5 Feierabend. Dann nimmst du von Poppenbüttel nimmst du die S1, dann fährst du bis Ohlsdorf, den steigst du um. Da fährst du von Poppenbüttel bis Ohlsdorf, fährst du vielleicht 8 Minuten, 9 Minuten, vielleicht auch mal 10 Minuten. Dann kommst du an, dann steigst du um in die Uhrzeit, fahren die alle in 5-Minuten-Takt, fährt Schildkröte denn mit der U1 hierher? Nein, der fährt nicht mit der U1. Schildkröte fährt mit der S-Bahn. Mit der S-Bahn. Durch oder was? Der fährt durch mit der S-Bahn. Einfach durch, verstehst du? Er steigt ein, dann fährt er und dann steigt er aus. Er fährt einfach durch. Sag mal, jetzt ist, wenn jetzt... Westphal wohnt ja hier auch bei mir um die Ecke. Wenn jetzt hier Westphal, wenn der, kannst du doch mal bei dir gucken, ob er in der Pläne, ob er noch mal was geliefert kriegt. Wenn er noch mal was geliefert kriegt, dann kannst du doch mit ihm mitfahren, wenn du Feierabend hast. Dann brauchst du nicht mit der S-Bahn bis Ohlsdorf fahren, dann brauchst du nicht umsteigen in der U1. Und so wurde das. Wie viel Uhr ist das jetzt? Jetzt ist es 11 Uhr ist das jetzt. Die Zeit, ne? Was ist das hier, das dritte von rechts? Du? Warte mal. Was ist das denn? Was denn? Das da, das dritte von rechts hier. Ist das Mayonnaise oder mit Dill-Soße oder was ist das? So, was? Was ist das denn da? Das hier? Ja. Das French. French ist das. Ja. Das ist Amerikan, ist gut. French. Knoblauch, French, ist klar. Italien. Ich habe es verstanden. Das war, die anderen brauche ich nicht. Das sieht genauso aus wie der Petroleum von Westphal im Wohnzimmer drin. Ne? Genauso. Als wenn, man könnte sogar sagen, es war eine reine weiße Fläche. Jetzt hier, wie bei euch, gibt es doch manchmal diese Auslegeware, die ganz weiß ist jetzt für... Wo wird ein weißer Bogen benutzt? Beim Tennis. Tennisbogen. Reiner Tennisbogen. Jetzt kann man bei euch ja auch kaufen. Bei Obi kann man auch rein Tennisbogen kaufen, sagt Schildkröte. So, ne? Tennisspieler kannst du da genau. Auch machen. Und da ist jetzt, als wenn du das hast und dann gehst du los und machst da was rauf. So Reste. Ne? So. Reste. Erstmal machst du Klebstoff auf mit der Lampfelrolle. Und dann machst du da Reste rauf, also Tüte rauf, sodass das Böschen gesprengt wird. Und so sieht der Petroleumboden aus von Westphal jetzt, ne? Der Petroleumboden. Genau. So, und jetzt den dann sie abgezogen, wahrscheinlich aus dem Wohnzimmer raus, weil das den ganzen Tag gerumpelt hat mit dem Möbel. Nehme ich mal an, haben sie die Möbel raus, Petroleumboden raus und jetzt sind die beiden Männer mit dem Volumendurchschnittwurst gekommen und haben die reingetragen. Und dann war das hinten hoch wie der Leberkäse von dir, wenn der alt ist und auf diesem Blech da liegt und hinten sich hochbiegt. Und jetzt... Du warst alles dabei, hast gesehen, ne? Warst du dabei, ne? Ne? Ich brauche nicht dabei sein, weil das Nein. ist der natürliche Lauf von der Welt. Du hast das gespürt, ne? Ja. Hm. Ich habe das genau gewusst. Ja. Wenn er sich jetzt bei ihm diesen Teppich bestellt mit der Leberkäse an der Seite. Teppich mit Leberkäse. Jetzt sag mir bitte, was soll denn da sonst passieren, wenn der übersteht, der Leberkäse? Was soll er denn machen? Er braucht ein Messer. Wo kriegt er das denn her? Bitte, wo kriegt er das her? Der Leberkäse an der Seite von dem Teppich. Der steht über, ne? Wo kriegt er das her? Der steht über, der Leberkäse. Ja. Bei Westphal. Ja. An seinem Teppich. Ah, 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 ah.